Ja, heute geht es mal wieder um Messtechnik und um ein Verfahren, elektrische Widerstände sehr genau bestimmen zu können. Gemeint ist die sogenannte Wheatstone'sche Messbrücke. Wobei hier mal wieder der Namensgeber gar nicht der Erfinder des Prinzips ist, sondern der Brite Samuel Hunter Christie. Charles Wheatstone erkannte nur das Potenzial dieses Messverfahrens für die Praxis. Im Mittelpunkt soll erst einmal das Prinzip stehen, nach dem das Ganze funktioniert. Dann werden wir das erweitern, um auch Induktivitäten und Kapazitäten messen zu können. Und am Ende steht eine kleine RLC-Messbrücke für den Hausgebrauch mit einem Materialaufwand von vielleicht 20 Euro inklusive Gehäuse. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Prinzipiell kann man sich heute ja jedes beliebige Messinstrument beschaffen. Für uns war das früher etwas schwieriger. Das war ein Grund, warum man sich das ein oder andere Messgerät selbst gebaut hat. Aber auch heute stellt sich für einen Amateur die Frage, welche Geräte man sich wirklich anschaffen muss und ob man nicht eventuell auf Eigenleistungen zurückgreift. Auf jeden Fall wird man dadurch nicht dümmer. Es geht also um das Prinzip der Widerstandsmessbrücke. Und wie immer auf diesem Kanal zuerst die Theorie, und dann sehen wir uns an, wie es funktioniert. Häufig werden zur Erklärung die Kirchhoffschen Gesetze herangezogen, speziell der Maschensatz. Da wir den aber noch nicht behandelt haben, greife ich auf die Spannungsteilerregel zurück, die mittlerweile jeder kennen sollte. Die Wheatstone'sche Messbrücke besteht aus einem Ring von 4 Widerständen. An 2 gegenüberliegenden Punkten wird die Versorgungsspannung U0 eingespeist. Zwischen den beiden anderen Verbindungspunkten, hier als A und B bezeichnet, wird gemessen. Im Grunde liegen an der Versorgungsspannung 2 parallele Spannungsteiler aus je 2 Widerständen. Das wird vielleicht durch diese Darstellung etwas deutlicher. Die Spannung an Punkt A hängt jetzt vom Verhältnis der Widerstände R1 und R2 ab. Die Spannung UA verhält sich zur Gesamtspannung U0 wie der Widerstand R2 zum Gesamtwiderstand, also R1 plus R2. Wenn wir U0 auf die andere Seite bringen, können wir UA berechnen. Ähnlich verhält sich mit der Spannung an Punkt B, welche von R3 und R4 abhängt. Unser Messgerät zeigt die Differenz an. Und, um es gleich vorwegzunehmen, uns interessiert nur der Zustand, wenn diese Differenz 0 ist. Das ist der Fall, wenn das Verhältnis von R1 zu R2 sowie R3 zu R4 gleich ist. Die absoluten Werte sind nicht so wichtig, sondern nur das Verhältnis zueinander. Machen wir ein paar Zahlenbeispiele. Ganz einfach ist es, wenn alle Widerstände gleich groß sind. Ich nehme jetzt einfach mal 1 Kiloohm. Die Spannungsteiler halbieren die Gesamtspannung an den Punkten A und B. Und die Differenz ist 0. Erhöhen wir R1 und R3 auf 3 Kiloohm, dann liegt über R2 und R4 nur noch 1/4 der Versorgungsspannung. Auch hier ist die Differenz 0. Den gleichen Effekt hätten wir mit R3 gleich 300 Kiloohm und R4 gleich 100 Kiloohm. Sobald nur ein Widerstand sich etwas verändert, schlägt das Messinstrument in die eine oder andere Richtung aus. Wenn man ein Zeigerinstrument benutzt, braucht man also eines mit der Nullstellung in der Mitte. Machen wir mal einen praktischen Versuch. R1 und R3 sind jeweils 180 Ohm. Ich habe versucht, die Widerstände auszumessen, dass sie auch wirklich gleich sind. R4 ist jetzt ein unbekannter Widerstand und R2 mache ich verstellbar. Wenn die beiden oberen Widerstände wirklich gleich sind, dann ist beim Nullabgleich der Wert des einstellbaren Widerstandes gleich dem des unbekannten Widerstandes. Ich versuche das jetzt mal auf 0 zu bringen. Wie man sieht, ist das nicht ganz so einfach, weil die Brücke sehr empfindlich auf Abweichungen reagiert. Messen wir doch jetzt einfach mal die Widerstände. Das Potentiometer hat 174,7 Ohm
Und den unbekannten Widerstand messen wir mit 175,4 Ohm. Wir haben eine kleine Differenz. Zum einen waren die beiden oberen Widerstände etwa um 0,3 Ohm unterschiedlich. Und eventuell hat sich das Potentiometer beim Ausbau wieder etwas verstellt. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar. Was ist denn jetzt der Vorteil der Brückenschaltung? Es geht doch einfacher wie bei so einem Vierfachmesser. Mit der internen Batterie legen wir eine Spannung an den unbekannten Widerstand und messen den Strom, denn nichts anderes macht der Vierfachmesser. Er rechnet das dann nur gleich um in Ohm. Aber weiß ich denn, wie genau die Anzeige wirklich ist? Wenn man für die Messbrücke sehr präzise Widerstände einsetzt, kann man auch sehr genau abgleichen und messen. Das geht auch mit sehr kleinen Widerstandswerten, wo ein Vierfachmesser schon sehr ungenau wird. Bei der Messbrücke ist die absolute Genauigkeit des Messgeräts gar nicht so entscheidend. Es muss nur genau den Nullwert anzeigen. Wir müssen es also nur so einstellen, dass es ohne Spannung genau auf Null steht. Wie genau die Abweichung angezeigt wird, ist uninteressant. Und die dritte Sache ist, dass beim Vierfachmesser das Ergebnis vom Zustand der Batterie abhängig ist. Wenn die Batterie nachlässt, fließt auch weniger Strom. Deshalb hat dieses Messgerät hier ein kleines Rädchen, an dem man am besten vor jeder Messung das Gerät kalibriert. Bei einer abgeglichenen Messbrücke spielt die Versorgungsspannung keine Rolle. Wenn durch das Messgerät kein Strom fließt, ist nur das Verhältnis der Widerstände beider Spannungsteiler interessant. Spannungsschwankungen wirken sich auf beide Spannungsteiler gleichzeitig aus und werden so kompensiert. Machen wir dazu auch mal einen Versuch. Die Brücke ist abgeglichen und die Versorgungsspannung liegt bei 8,22 Volt. Jetzt ist die Spannung nicht mal mehr halb so groß und das hat keine Auswirkung. Um einen möglichst großen Messbereich zu bekommen, ändert man den Aufbau der Brücke etwas ab. Den Teil des linken Spannungsteilers übernimmt komplett das Potentiometer. So kann man das Widerstandsverhältnis über den vollen Bereich einstellen. An die Stelle von R3 kommt ein möglichst genauer Referenzwiderstand. Mit dem Potentiometer wird auf 0 abgeglichen. Jetzt ist das eingestellte Widerstandsverhältnis am Potentiometer gleich dem Verhältnis zwischen dem Referenzwert und dem Messobjekt. Es sollte möglich sein, dass der Messbereich über mindestens 2 Dekaden geht. Probieren wir das wieder aus. Als Referenzwert nehme ich 10 Kiloohm. Wenn Rx genauso groß ist, sollte die Brücke etwa bei Mittelstellung des Potentiometers abgeglichen sein. Ich nehme mal einen Zwischenwert von 4,7 Kiloohm. Das funktioniert. Jetzt eine volle Dekade darunter, also 1 Kiloohm. Auch hier ist ein Nullabgleich möglich, auch wenn die Einstellung etwas kitzlig ist. Und jetzt das andere Ende der Skala, ein Widerstand von 100 Kiloohm. Es klappt also mit dem Messbereich. Mit verschiedenen Referenzwiderständen kann man die Messbereiche umschaltbar machen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir mit der Widerstandsmessbrücke auch Kapazitäten und Induktivitäten messen wollen. Wie soll das gehen? Ein Kondensator lässt überhaupt keinen Strom fließen und bei Spulen würden wir nur den ohmschen Widerstand der Wicklungen vergleichen. Anders sieht es aus, wenn wir die Batterie durch einen Wechselspannungsgenerator ersetzen.
Im Wechselstromkreis haben Kondensatoren und Spulen einen Scheinwiderstand, der von der Kapazität oder Induktivität abhängt. Wenn man Scheinwiderstände in so einer Messbrücke vergleicht, kann man indirekt auch Kapazitäten oder Induktivitäten vergleichen. Die Frequenz des Generators liegt im hörbaren Bereich. An die Stelle des Messgeräts kommt jetzt ein hochohmiger Kopfhörer, mit dem man den Ton hören kann. Abgestimmt wird auf das Lautstärke-Minimum. Als Generator dient ein einfacher astabiler Multivibrator, der eine Rechteckschwingung von etwa 1 kHz erzeugt. Natürlich kann man das auch anders lösen, zum Beispiel mit einem NE555. Und auch das testen wir jetzt. Damit ihr auch was hören könnt, habe ich einen Verstärker angeschlossen. Hier ist der Referenzkondensator und hier das Messobjekt. An der Stelle ist jetzt kaum noch etwas zu hören. Und jetzt der gleiche Versuch mit Induktivitäten. Am Ende kann man daraus ein Messgerät mit verschiedenen Messbereichen machen. Damit ist es dann möglich, Widerstände von 10 Ohm bis 10 Megaohm, Induktivitäten zwischen 10 Mikrohenry und 10 Millihenry und Kondensatoren von 10 Picofarad bis 10 Mikrofarad zu messen. Wenn man für die Referenzelemente möglichst genaue und stabile Bauelemente verwendet und die Messbrücke mit einem Vergleichsgerät eicht, bekommt man so ein Gerät, was für Amateurzwecke ausreichend ist. Ja, am Schluss will ich euch noch eine kleine Denkaufgabe mit auf den Weg geben. Warum gibt es bei der vorgestellten Schaltung für die Kondensatoren extra Anschlussklemmen? Wenn man sich das mal genau ansieht, werden dadurch die Positionen von Referenzbauelement und Messobjekt in der Brücke vertauscht. Welchen Sinn könnte das machen? Im Prinzip funktioniert es auch ohne diese Maßnahme. Was hängen geblieben sein sollte, ist, dass so eine Brücke einige Vorteile gegenüber einer linearen Messung hat und sehr empfindlich ist. Darum findet sie nicht nur in der reinen Messtechnik-Anwendung, sondern auch in der Sensorik. Ersetzt man einen Widerstand in der Brücke durch einen Sensor, zum Beispiel einen temperaturabhängigen Widerstand oder durch einen Dehnungsmessstreifen, kann man sehr kleine Änderungen auswerten. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, wie ihr mir das mitteilen könnt. Bis demnächst.